Sie haben sich dazu entschieden, Ihre Sonnensegelanlage mit einem Betonfundament zu installieren, sind sich aber unsicher, wie groß und wie tief der Fundamentschacht sein soll? Das Maß Ihres Fundaments ist abhängig von der Größe Ihres Sonnensegels, der Länge der Mastenstangen und Pfosten sowie der Beschaffenheit des Bodens. Zum Beispiel ein Fundament in einem neu aufgeschütteten Mutterboden muss wesentlich größer sein als das in einem festen Mergelboden. Wir haben Ihnen detaillierte Informationen zur Größe Ihres Sonnensegelfundaments dazu hier zusammengestellt. Da genaue Maße von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig sind, ist eine Größenangabe pauschal nicht möglich. Grundsätzlich sollte das Fundament immer die in Deutschland empfohlene Frostschutztiefe von 80 cm haben. Je nach Gebiet sind tiefer liegende Frostschutzgrenzen empfohlen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir in unserem Premium-Bereich unseren Shopkunden bereit. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Ist bei Ihnen vor Ort eine größere Frosttiefe zu erwarten, nutzen Sie die 1 Meter langen Bodenhülsen und gründen Sie Ihr Fundament entsprechend tiefer. Vermeiden Sie die Anhebung Ihres Fundaments durch Eis und im Frühjahr die Unterspülung durch Tauwasser. Beides gefährdet die Stabilität Ihrer Segelanlage. Milde Winter können von unerwartet kalten abgelöst werden. Seien Sie gewappnet. Weitere Informationen rund um dieses Thema finden Sie in unseren Planungshilfen in unserem Onlineshop. Falls Sie noch eine Frage haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.